Halbfinale für den Sachsenpokal ausgelost. Wir begrüßen mal hier vom Sächsischen Fußballverband einmal für den Bereich Spielausschuss den Volkmar Bayer und der Staffelleiter für den Sachsenpokal Ulrich Günther. Ja, ich glaube, die Fans können sich freuen auf tolle Halbfinalbegegnungen. Das ist alles gut vorbereitet, denke ich, dass man attraktive Halbfinalspiele dann auch sehen kann. Und ich denke mal, auch wenn ich mir das Starterfeld anschaue, dann auf alle Fälle ein Top-Finale, egal wer weiterkommt. Ja, natürlich. Also Pokal sind immer besondere Spiele. Sie können immer eng sein. Natürlich gegen niedrigerklassige Mannschaften zu spielen, ist immer schwer. Nichtsdestotrotz wollen wir mit der gleichen Einstellung wie auch heute reingehen und wollen natürlich auch ins Finale einziehen. Also da will ich mich ganz neutral verhalten, aber wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, es würde mich auch freuen, wenn einfach mal einer der etwas kleineren so ein Stück weit den Fuß ins Finale setzen könnte. Das Ziel ist natürlich, das vom letzten Jahr zu wiederholen, den Pokal hochzuhalten. Das ist für jeden Spieler ein Riesenerfolg und dafür tun wir natürlich alles, um den Pott wieder in den Händen zu halten. Ach, den Gewinn haben sie gewollt. Genau. Ja, das wollen wir wiederholen natürlich, wenn es geht, klar, auf jeden Fall. Also ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Also ich kenne die Mannschaft nicht. Hab nur gehört, die haben, glaube ich, Zwickau rausgehauen. Dann haben die bestimmt auch eine gute Qualität und dann müssen wir uns auch entsprechend auf das Spiel vorbereiten. Also es bleibt erstmal für die Halbfinalisten genügend Zeit, die Spiele vorzubereiten. Wir werden die Spiele im März dann ansetzen. Das bedeutet, wir haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Bedingungen als heute hier. Und dann werden auch mehr Zuschauer da sein und dann wird es für alle ein tolles Fußballfest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.